Hallo Leute, das Video mit der ungewöhnlichen Popcornmaschine hat 250.000 Likes erreicht. Ich erinnere euch, wie das funktioniert. Man legt Mais hinein, Deckel festziehen. Wir stellen das Gerät auf einen Ständer und heizen mit Hilfe eines Gasbrenners und ständig drehen. Wenn der Druck im Inneren angestiegen ist, öffnen wir sie. Es gibt eine Explosion und das ganze Popcorn knallt in nur einer Sekunde. Heute haben wir eine riesige Popcornmaschine. Wir öffnen die Schachtel. Das erste, was wir sehen, ist diese riesige Tüte, in die das Popcorn kommt. Dann die Popcornmaschine selbst. Sie ist aus Gusseisen und wiegt 20 Kilo. Als nächstes sehen wir den Gasbrenner. Ohne ihn ist es unmöglich, eine so große Maschine zu beheizen. Dann der Druckminderer für die Gasflasche. Und unter Styropor befindet sich der Ständer, der aus verschiedenen Teilen besteht. Wir machen die Maismaschine auf und schauen hinein. Sie ist voll mit weißen Beuteln und Ersatzteilen und Gummidichtungen für die Maschine. Es gibt auch eine Gebrauchsanweisung. In den Tüten waren diese Schachteln. Als wir sie geöffnet haben, haben wir einen Druckmesser gefunden. Jetzt müssen wir all diese Teile zusammensetzen. Zuerst müssen wir die Rückseite des Popcornmaschine aufklappen. Und dann ziehen wir sie mit einer Schraube fest. Wir setzen den Ständer auf den Rahmen und befestigen es mit einer Schraube. Um die Reibung zu verringern, kommen Lager drauf. Jetzt lässt sich das Ganze leicht drehen und die Popcornmaschine kommt auf den Ständer. Um zu wissen, wie hoch der Druck im Inneren ist, befestigen wir das Messgerät. Vergleichen wir mal die Größe dieser Maschine mit der kleinen. Ich denke, die Popcornknalle werden sehr laut sein. Aber zuerst muss das Problem mit dem Gasbrenner gelöst werden. Und zwar, ihn auf die richtige Höhe zu bringen, damit sich der eisernen Behälter schnell erhitzt. Deshalb bauen wir unsere Teile bereits ein. Mein Vater wird sie mit Hilfe von Schweißgerät an den Rahmen schweißen. So, jetzt ist alles klar. Jetzt müssen wir nur noch den Brenner in diese Position verschweißen. Außerdem hat mein Vater einen Griff an das Gerät geschweißt. Jetzt müssen wir nur noch das ganze Metall mit feuerfesten Farbe streichen. Und schon ist die Popcornmaschine zusammengebaut. Aber damit sie bequemer ist zu bedienen, hat mein Vater diese Konstruktion gemacht, auf die wir den Beutel spannen und mit Draht befestigen. Jetzt müssen wir nur noch die Gasflasche an den Brenner anschließen. Und damit das Popcorn nicht an den Innenwänden festklebt, brauchen wir Butter. Wir können jede Butter benutzen, nur einen Löffel. Wir öffnen die Maschine und legen es da rein. Jetzt brauchen wir Mais. Ich glaube, diese riesige Maschine kann ein Kilo mit Leichtigkeit verarbeiten. Rein damit! Und die Deckel schließen. Wir benutzen den Hebel und ziehen ihn so fest wie möglich. Zurück an seinen Platz. Und wir zünden den Brenner an. Unsere Aufgabe ist es nun, das Ganze ständig zu drehen und die Maiskörner zu erhitzen. Der Druck im Inneren steigt und wenn er 0,7 Bar erreicht hat, schalten wir den Brenner aus. Wir setzen unsere Kopfhörer auf, denn es wird laut sein. Wir richten die Maschine auf den Beutel und öffnen den Hebel des Deckels. Es war heftig! Der Beutel ging auf und das Popcorn verteilte sich im ganzen Studio. Es ist immer noch etwas Popcorn in den Beutel. Man kann es in den Eimer schütten. Wie auch immer, diese Kanone ist wirklich cool und kann eine Menge Popcorn herstellen. Wir haben wirklich viel vor. Denn ich habe sehr, 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 sehr viel Mais gekauft.
Insgesamt haben wir 250 Kilo. Ich schätze, es sind 1 Million Maiskörner in diesen Tüten. Wir werden jedes einzelne davon erhitzen und damit den wahrscheinlich größten Popcorn-Eimer der Welt füllen. Aber zuerst müssen wir ihn machen. Wir benutzen einen Zirkel, um einen großen Kreis auf die Sperrholzplatte zu markieren. Und mit einer Stichsäge schneiden wir den Boden unseres Rieseneimers aus. Das war's. Jetzt müssen wir die Balken anschrauben. Und dann befestigen wir die langen Balken vertikal. Hier oben kommt ein riesiger Metallring. An die Balken schrauben. Und wir befestigen den Ring. Wir legen das Skelett unseres Eimers auf die Seite und bedecken es mit großen Spannplatten. Und mit Schrauben befestigen. Und alles, was über den Rand steht, absägen. Der Riesen-Popcorn-Eimer ist fertig. Jetzt muss er nur noch wie das Original aussehen. Also zeichnen wir vertikale Linien. Wir zeichnen sie mit einem Bleistift vor. Und jetzt brauchen wir Farbe. Wir mischen die weiße Farbe und malen den Hintergrund für unsere Inschrift. Und mit roter Acrylfarbe malen wir die Buchstaben selbst. Jetzt brauchen wir viel rote Farbe. Wir werden sie mit einer Rolle auftragen. Dann auch die weiße Farbe. Der Eimer ist fertig. Ich finde, es sieht toll aus. Zurück zur Popcorn. Ich glaube, diese Maschine kann 1,5 Kilo Mais auf einmal machen. Das werden wir jetzt auch testen. Festziehen, damit es nicht knallt, bevor es fertig ist. Auf Position bringen und wir rösten die Mais. Okay, jetzt kann es losgehen. Diesmal war die Explosion noch stärker und unsere Struktur flog 2 Meter weit weg und die Schweißnähte platzten. Okay, wir schütten das übrig gebliebene Popcorn aus dem Beutel in die Schüssel. Und alles, was auf dem Boden liegt, räumen wir weg. Und es stellte sich heraus, dass der Beutel, den wir dieses Mal befestigt haben, gerissen war. Mein Vater hat die Konstruktion verstärkt. Ich glaube, da passen 2 Kilo Popcorn rein. So, wieder reinladen. Und wir erhitzen es auf den richtigen Druck. Und wir haben beschlossen, den Beutel zu ändern und ihn doppelt so lang zu machen. Wir befestigen ihn an unserer verstärkten Konstruktion. Und jagen ihn in die Luft. Na endlich, es hat funktioniert. Und der Sack ist an seinem Platz. Machen wir es noch einmal. Lass uns das Popcorn aus der Tüte sammeln.
und schütten es da rein. Und um es leckerer zu machen, haben wir verschiedene Geschmacksrichtungen gekauft. Dieses hier ist mit Cheddar-Käse-Geschmack, genau wie im Kino. Über das Popcorn streuen. Und umrühren. Jetzt ist es lecker. Wir können weitermachen. Und wir schütten die erste Schale in den Eimer. Lasst uns weiter Popcorn machen. Der Eimer ist voll. Wieder Käse dazu. Und umrühren. Diesmal benutzen wir eine Leiter, damit wir die Schüssel nicht aus dem Eimer holen sollen. Weiter da reinschütten. Dann den vierten Eimer. Fünften. Und der erste Sack Mais ist fertig. Bei der nächsten Explosion geschah etwas Unerwartetes. Der Beutel hat einen Riss. Also haben wir die zerrissene Seite zugebunden. Und wir wechseln die Seiten. Wir werden ein Kilo nach dem anderen in die Luft jagen. Das dauert länger, ist aber sicherer. Das geht einfacher und wir haben wie in einer Fabrik schnell Popcorn produziert, ohne die Maschine abkühlen zu lassen. Der große Eimer füllt sich ganz langsam. Und am nächsten Tag war das ganze Popcorn endlich fertig. Wir haben eine riesige Kopie des kleinen Popcorn-Eimers gemacht. Jetzt können wir sicher auf die Frage beantworten, wie viel Popcorn ergibt eine Million Maiskörner? 5 Kubikmeter. Um das ganze Popcorn zu verteilen, haben wir eine Menge Säcke gekauft. Ausrollen. Wir nehmen eine Schaufel. Und füllen die Säcke. Es hat 3 Stunden gedauert, das Popcorn in die Säcke zu schaufeln. Jetzt binden wir die jeden einzelnen zu und bringen sie in den Lastwagen. Wir haben etwas Popcorn ins Kinderreha-Zentrum geliefert. Sie hatten eine Art Freiluftveranstaltung. Das ganze Popcorn kam in Eimer. Und es wurde verteilt. Zehn Säcke haben wir an das Mutter- und Kindhaus geliefert. Außerdem 10 Säcke an das zweite Mutter-Kindhaus, weitere 10 Säcke an das Flüchtlingslager und die letzten 10 Säcke an das Reha-Zentrum für Kinder. Als wir zu Hause ankamen, konnten wir uns wieder einmal davon überzeugen, wie stark diese Maschine war. An der Stelle, an der der Deckel einschlug, gab es sogar ein Loch im Blech. Und wenn dieses Video 300.000 Likes erreicht, werden wir sicher noch etwas anderes Verrücktes in dieser Größe machen. Versucht in den Kommentaren zu schreiben, wie viel Geld wir für dieses Video ausgegeben haben. Tschüss an alle!